Heute kümmern wir uns ja um diesen leckeren Ameisenkuchen. Er ist schon angebissen, aber nur aus dem Grund, weil ich diese Aufnahme, ich weiß nicht, zum 8. oder 9. Mal mache, weil immer diese Lichtqualität total, ich will es nicht sagen, aber ist, ne? Jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt klappt. Also das ist nur der Grund, warum er schon angebissen ist. Er schmeckt aber super lecker und wundert euch nicht, ich werde die Zutaten erhöhen, weil bei mir in der Kastenform einfach noch mehr Teig reingepasst hätte. Genau, dass es einfach stimmiger ist. Und ja, wenn du nachher noch... Oh, bitte, ich kann nicht mehr. Wenn du nach wie vor noch interessiert bist an dem Rezept, dann bleib einfach dran. Ich bin echt verzweifelt. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox und der Ofen heizt jetzt auch schon mal vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich habe hier jetzt schon mal weiche Butter drin. Dazu kommt jetzt Zucker. Dann brauchen wir Vanillezucker oder Vanilleextrakt. Salz. Das verrühren wir. Dann kommen die Eier dazu. Dann Schmand oder Creme Fraiche. Etwas Sprudelwasser. Das verrühren wir. Dann brauchen wir noch Mehl. Pulver. Das verrühren wir. So, das Mehl immer nur kurz unterrühren. Und jetzt kann man den Kuchen entweder so, also den Teig so lassen, oder halt noch Schokostreusel dazu geben. Da gebe ich jetzt auch keine Menge vor. Das mache ich jetzt einfach so, wie ich denke, dass es okay ist. Also so, und dann können wir das Ganze auch schon in die Form geben. Die habe ich jetzt eingefettet mit Butter und bemehlt. So, wir machen dann einfach weiter. Das ist jetzt der Kuchen. Und zwar, der war 40 Minuten im Ofen. Also ich bin so begeistert von dem Rezept. Ich muss den auch nicht abdecken, habe noch ein bisschen Puderzucker drüber gegeben. Aber ihr könnt das Rezept einfach so als Standard-Grundrezept nehmen und ganz individuell für euch abwandeln. Also super, super Rezept, kann ich wirklich nur empfehlen. Und deshalb, ach so, nee, ich wollte euch ja noch zeigen, wie fluffig der ist, weil nochmal probieren jetzt will ich ihn jetzt nicht, weil ich habe jetzt so oft probiert. Er schmeckt zwar super lecker, aber irgendwann ist man dann auch, man hat man auch genug. Genau, und deshalb macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!